Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 2 Innocent Sin. Heute am 31. Januar um, ja, 11:02 am Mittag. In der letzten Folge hatten wir einen etwas längeren Zufalls... Was? Oh, Moment, was steht hier auf meinem Zettel? Ah, okay, ach so, ja, stimmt, ja, das war ein normaler, das war ein Bosskampf. Ja, ne, wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht zu sehr drüber lustig machen. Mittlerweile bedauere ich ja die Typis, ne, immer dieses 1 gegen 5. Ja, wir hatten den penetriert, den, der hier quasi, wie war das nochmal? Also, war er auch eine Marionette? Ich sollte nicht immer ein, zwei Tage Pause machen. Im Endeffekt sind es ja alle Marionetten, wenn wir mal ehrlich sind. Der hatte eben halt diesen Schädel, er wollte ja dieser Schule wieder zu Ruhm und Reichtum verhelfen und Gold Rogers Schatz nachgehen. Hat aber nicht so ganz funktioniert und irgendwie war das auch anscheinend nicht so geplant, dass er diesen, habe ich es gerade gesagt, diesen Schädel verwendet, um die Träume von anderen Leuten abzusaugen, denn nachdem wir ihn besiegt hatten, sind zwei Leute aufgetaucht. Die eine kannten wir schon mehr oder weniger, Anna und einen Löwen, Typi, beide sind Teil einer vierköpfigen Elite. Wahrscheinlich die direkten Untergebenen von Joker. Aber wahrscheinlich sind sie auch nur... Ja, ich meine, bei Anna hat man es gesehen. Im Endeffekt tragen sie nur Masken, also schätzungsweise... Haben die sich auch irgendwas gewünscht oder wurden manipuliert oder so. Und der Löwe meinte eben halt besonders zu Anna und Tatsuya, dass sie doch für das, was das Schicksal für sie bereitet, dafür, das werden sie in Kauf nehmen müssen. Sie werden Buße tun müssen für irgendwas. Ja, also das Spiel meinte ja auch, als der Löwe so aufgetaucht ist, direkt, dass er einen Groll gegen Maya hätte und... Irgendeiner aus der Truppe hatte ja hier auch so gefragt, ja, seit wann verfolgt er dich denn schon? Also das Spiel tut so, als hätten sie schon 500 Mal darauf hingewiesen, ja. Dabei haben wir den Charakter gerade eben erst gesehen. Naja, ja, also der hat dann den Typi da penetriert vor unseren Augen und meinte, wir sind dann auch irgendwann dran. Aber vorher muss er erstmal Anna bestrafen, weil sie ja quasi das Ganze zu verantworten hat, dass der Typ da den Schädel bekommen hat. Das war ja, wie gesagt, nicht so der Plan. Alles immer noch ein bisschen kryptisch. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs nochmal ordentlich zusammengefasst. Und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt zu spät dran, ne? Anna! Sie ist weg. Warum tut sie das? Ja, hey, das ist mega schrecklich. Was ist dieses Mayan-Orakel? Und warum ist die Maskerade... Warum macht sie das? Ja, also die Elite heißt wohl Maskerade. Ja, sie wurde getötet. Bedeutet das, dass wir nicht... keine weitere Spur mehr zu Joker haben? Hört mal alle zu. Der Joker steckt hinter diesen Gerüchten, richtig? Wenn wir in die Stadt gehen, müssten wir doch nur... hören, was die Gerüchte besagen. Über die Maskerade und Joker. Dann werden wir definitiv irgendwie Hinweise finden. Immer den Gerüchten nachgehen. Das ist das, was man, wie gesagt, in der Schule nie machen sollte, aber hey. Wenn Anna sich dazu beschlossen hat, ein Führer der Maskerade zu werden, dann muss sie einen wirklich guten Grund gehabt haben. Ja, red dir das mal ein. Es ist, ich bin jetzt an der Reihe, diesem Mädchen zu helfen. Genau wie Professor Saeko mir geholfen hat, hat sie das. Und wenn du das so sagst... Also ich bin mir sicher, dass es da nicht um Dämonen ging, sondern nur um eine Klausur, aber okay. Ja, Moment. Soll das heißen, ich muss jetzt wieder eine Wandertour machen? Okay. Buja, manchmal fühle ich mich, als würde ich von diesen bodenlosen Gerüchten, als würde ich... reingelegt werden und so weiter. Sie fliegen ja rum, überall Gerüchte. Nicht wahr? Hm? Wolltest du mich was fragen? Ich habe gehört, dass der Anima Mundi krasse Verteidigungen vertickt und so weiter. Trotzdem, das kann nicht wahr sein. Schau dir nur ja, dieses komische Gesicht, dieses spottende Gesicht auf dem wie nennt man die nochmal, die hinter den Tresen steht, der Kunde, die das Zeugs halt verkauft, Clock. Meine Fresse! Ich kann mir die einfachsten Sachen nicht merken, Clerk.
Schreiberin, Beamte, Verkäuferin. Ja, mein Gott, Verkäuferin. Ich denke, bei Clerk denke ich immer irgendwie automatisch an Bibliothek, aber da steht ja keine Bibliothekarin hinter den Tresen. Ja, ne, schau sie dir doch nur an, das kann doch alles nicht stimmen. Dann wiederum, vielleicht ist es ja auch irgendwie möglich, dass dieser Geschäftsmann es vielleicht besser weiß als ich. Wie war sein Name nochmal? Toro? Ja, dieser Typ. Also Toro weiß vielleicht mehr und bla 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 bla. Es kotzt mich jetzt ein bisschen an, dass ich wieder durch die Stadt muss. Maskerade, oh richtig. Ich überflieg mal, okay? Muses ist das nächste große Ding. Hey, Jinji Sasaki, der Producer einer Gruppe von drei Teenagern. Teen Idols, ja, also genau, Teen-Pop-Sängern. Ich frag mich, what kind of girls they are? Was da für Mädchen sind? Ich bin voll aufgeregt. Okay, also Sänger und so weiter. Irgendwie ein Konzert vielleicht. Ja, also Kasagaya, die Schule geht ja den Bach runter. What's up? Was ist mit dem Tonis Shop los? Kannst du da wirklich Pistolen und Schwerter kaufen? Ist wahrscheinlich gefährlich, sowas rumzuerzählen. Ich hab mal so geredet mit diesem Toro an diesem Sushi-Laden. Achso, hier verweisen sie mich nochmal darauf hin, dass es ja auch einen zweiten Typi gibt, der Sushi verkauft. Ja, will ich da jetzt... Ach, okay. Ich versuche einfach, den direkten Hinweisen zu folgen, weil wenn ich selber schnüffel, bringt's mir ja nichts. Also gehe ich da hin, aber ich denke, das haben wir ja sowieso schon vorweggenommen, oder? Du wieder, yo, lass mal hören, ob er was Neues hat. What would you like to hear about Weapon Shop? Also das, was ich gerade eben gehört habe, das kann ich tatsächlich einnehmen. Nun, ja, was kann ich ihm anbieten? Was biete ich ihm an? Was ist das? Ein Geist wurde im Glockenturm gesehen. Aha. Ich bin echt anfällig für solche Geistergeschichten. Warum hat mir das niemand früher erzählt? Also der Tunishop und so weiter, sie verkaufen richtige Waffen. Sehr billig, aber die Qualität ist auch scheiße. Ja gut, das sind aber Gerüchte, die helfen mir nicht wirklich. Gut, dann nehmen wir das andere auch nochmal mit. Ja, es ist schätzungsweise, wie gesagt, wenn man sich einen Laden kaputt gerüchtisiert hat, dass man den anderen vielleicht retten kann. So, was geben wir ihm jetzt? Secret Club im Zodiac. Aha, also ein geheimer Club. Aha, das Gerücht habe ich schon mal gehört. Schätze, dass es wahr war. Okay, ich bin dran. Was haben wir? Die billig und Qualität ist auch nicht gut. Ja, das ist alles, was ich habe. Lalalala. Was kann er noch sagen? Maskerade? Ich habe niemals den Namen zuvor gehört. Das ist eine Organisation. Ist das ein Geschäftsname? Also eine Geschäftsorganisation? Die könnte die echt hier in der Stadt operieren? Das ist krass. Ich sollte mal checken. Oh. Hat dieses Mädchen am... Ja, okay. Jetzt verweist er mich auf das andere Gerücht, Mädchen. Okay. Ja, der Löwenkönig schien Maya zu kennen und dich auch so. Hast du eine Idee, warum? Maya wird von diesen Pyromanen die ganze Zeit gestalkt und trotzdem scheint sie immer so fröhlich und happy. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas in ihrer Vergangenheit passiert wäre. Ich hätte nicht gedacht, dass der wieder auftaucht. Könnte das Schicksal sein? Aber warum wurden wir beide da hinein verstrickt? Kann ich sagen, dass ich immer mit Yasuo klargekommen bin, aber ich werde dem König niemals dafür vergeben, was er getan hat. Eines Tages werde ich meine Rache kriegen, ja. Rache, Rache, Rache. Ritsche, Ratsche, Hühnerkacke. Genau. Ja, dann gehen wir natürlich direkt zu dieser anderen. Mal gucken, ob ich das Smile Hirasaka. Mal gucken, ob ich das gebacken krieg. Ich habe ja nur zwei Möglichkeiten. Nee, ich glaube, hier war das nicht. Oder? Lotus, bla, Time Castle, Kaori, bla, bla, bla. Nee. Nein, Moment, wieso klicke ich denn jetzt auf Igor? Ja, weil das Zeichen sieht so wie so ein Exit-Zeichen aus, weil der so schwarzes, so diese Silhouette im blauen, über dem blauen. Ach, fuck. Egal. Doch hier. G
Gigamacho, Zodiac. Ja, man muss ja irgendwie immer so in eine bestimmte Richtung gehen, damit man alles kriegt. Genau das hier. Peace Diner, das war's. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Das wäre doch wieder zu einfach. So, hi. Bla bla bla. Habt ihr böse Kostüm? Better to wait here until. Ja, ich warte aber immer noch auf Final IG. So, Gerüchte. Ja, gut, das ist jetzt, dasselbe. Kriege ich jetzt vielleicht die entgegengesetzten Antworten? Wir geben doch jetzt wieder dieselben Infos, oder? Ja, wieder mal der Geist im Glockenturm. Ich komme auch nicht mit Geistergeschichten klar und so weiter. Nun, bla bla bla, ich bin an der Reihe. Ja, also mittelmäßige Preise, mittelmäßige Qualität. Hatten wir denn noch einen dritten, der das alles so hochgeputscht hat? Nee, oder? Wir hatten doch nur die beiden. Okay, bla bla bla. Geheimer Club im Zodiac. Soll wie ein Labyrinth sein. Fantastisch. But they don't give much money for used goods. Aber Verkaufspreise sind nicht so hoch. Ja gut, das ist ja egal, oder? Alles, was ich gehört habe, bla 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 bla. Maskerade, hat niemals davon gehört. Hat das mit Hanagi zu tun und ihren Nachforschungen, wenn man vom Teufel spricht? Ich habe lange nichts mehr von ihr gehört. Maskerade, was ist ein gruseliger Name? Ist das eine Gruppe, die an Dämonen glaubt oder sowas? Hey, der, guck mal hier, der Zukunftssager im Konan-Distrikt. Oh mein Gott, ist das ein neuer Distrikt? Oh mein Gott, Leute, ist das ein neuer Distrikt? Moment. So viele Leute, bla bla. If that... Moment, was, von was redet sie? Them each time, then probably one of two members right nearby. Wenn viele Leute beitreten sind, vielleicht... Ich weiß nicht, was sie will. Ich frage mich, ob jemand was... Seems like, ja, niemand weiß was von den Maskeraden und so, bla 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 bla. Ja. Wenn man von Postern spricht, vielleicht sollte ich hier Poster von mir aufhängen. Möchtest du auch welche zu? Ich werde dich auch nicht, würde dich auch nichts kosten. Okay. Hängen denn hier Poster? Ich sehe hier keine Posters. Großes Debüt. Von was reden sie? Das frage ich mich allerdings auch. Hatte ich mit dir schon geredet? Ja. Kann mich mal jemand hier aufklären? Worum geht's? Toni schmuggelt Waffen. Aha. Nee. Ja, also dann haben wir wahrscheinlich jetzt wirklich einen neuen Distrikt freigebumsied, oder? Oder hatten wir... Ich wage zu behaupten, dass der Konan-Distrikt neu ist. Da laufen mal die Detective Boys rum. Lululu. Ja, schaut's euch an, der Konan-Distrikt. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder los, Leute. Jetzt geht's wieder los. Die verlassene Fabrik. Da können wir sogar rein. Oh mein Gott. Es ist eine fucking Dungeon, Leute. Vielleicht ist das ja die Dungeon, die immer krasser wird. Und irgendwann muss man Level 100 sein, um klarkommen zu können. Vorher gehen wir natürlich erstmal hier hin. Kinji Sasaki ist ein Künstler und Produzent. Ich habe gehört, dass er eine neue, ja, das, da gibt es so eine neue Teenager-Gruppe. Mit der werden wir wahrscheinlich dann noch irgendwie in Kontakt kommen. So Justin Bieber und Justin Timberlake. Ja, das ist die Justin Gang. Justin Timberlake, als er noch jung war. Lieder können das Herz bereichern. Ich frage mich, was sie singen werden. Also The Muses. Heißen sie The Muses? Gibt es dafür eine Übersetzung? Die Musen vielleicht? The Muses. Die Musen. Die Musen, die Musen. Okay. Ja, was für eine Art Message sie an die Leute rausbringen werden. An mein Herz rausbringen werden. Ja, ich freue mich drauf. Hm. Schöne Brise heute, ne? Das gibt mir den Wunsch zu reisen. Vielleicht sollte ich mal von Küste zu Küste und so weiter. Lululul. Cooler Mann steht da. Ja, schön und so weiter. Sich mit den Wellen treiben zu lassen. Der Ozean wird immer der wahre
Geburtsplatz des Mannes sein, ja, weil alles Leben ja wohl auch aus dem Wasser kommt. Eines Tages werden wir alle wieder da, das kann ich mir vorstellen, dass wir eines Tages wieder im Wasser landen. Listen up, hör mal zu. Der Conan District ist ein Ort, wo richtige Männer leben. In bla bla. Will bring out the griftier side of you. Grittia, grobkörnige Seite von dir, garantiert. Okay, okay. Das erwachsene Viertel, Sky Museum. Ja, lass mal einfach eine Runde rumlaufen oder auch nicht. Wurde erst vor kurzem gebaut, der Ort hier. Types of aircrafts and it's pretty interesting. Maybe wir sollten mal später hier rein. Aircrafts. Also so eine Ausstellung für Flugzeuge. Anscheinend Seaside Mall. Gut, da haben wir das. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Der Ibusu Beach da drüben wurde dem. Der hat den Namen hinbekommen. Weil sterbende Soldaten würden da. Oh, okay. Da würden sterbende Soldaten durch das Meer angestrandet werden. Und die würden nach Meister Ibisu rufen. Dieser Strand ist burdened by the. Der getragen, vergraben von den vielen Leuten, die halt da gestorben sind. Also die vorzeitig gestorben sind, weil sie halt Soldaten waren. Ich finde, dieser Ort passt zu mir. Ich kann ja auch jemand Bestimmtes nicht vergessen. Okay, was auch immer. So, können wir da hin? Sehr, sehr schön hier, der Strand. Ich möchte später hinkommen und ein paar Bilder machen. Okay, gehen wir mal da rein. In den Conan, was auch immer. Was stand da? Das nenne ich mal. This is what I call home. Ach, da wohnt sie, oder was? Hey, Sue. Ein Mädchenraum zu betreten lässt mich immer ein wenig, aufgeregt werden. Ich betrete den. So, wie als wenn ich einen Garten betreten würde, der klar und deutlich sagt, kein Betreten. Betreten verboten. Oh, okay. Moment, habe ich da gerade PlayStation 1 gesehen? Oh mein Gott. Ja, okay, das ist aber genug Aufregung hier, sagt sie. Ja, ich würde mal sagen, das ist der perfekte Moment, um mal eine kleine Pause zu machen, denn da muss man erstmal drauf klarkommen, schätzungsweise. Ne, das ist ja, Mensch, fast hätte es schlimmer ausgesehen als bei mir, aber nur fast. Nein, ja, das ist ja auch immer eine Betrachtungsweise, ne? Der Genie beherrscht das Chaos und das Zimmer spiegelt den Horizont, die Komplexität eines Charakters wider. Und wenn das Zimmer halt so aussieht, dann weiß man, dass man entweder eine sehr hochbegabte, komplexe Person ist oder man ist einfach Schizo. Eins von beiden, ja. Ihr könnt ja mal während der Pause schauen, was ihr vermutet, was euer Raum so über euch sagen würde. Und schreibt es gerne mal in die Comments. Aber ansonsten würde ich mal wirklich sagen, das war's heute mit Let's Play Persona 2 Innocent Sin. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.